Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, heute mit dem Lego Batman Magazin Nummer 3 2019. Und damit begrüße ich euch zu diesem neuen Collectors-Video, in dem wir uns heute zusammen das neue Lego Batman Magazin anschauen wollen. Denn in diesem finden wir nicht nur eine richtig coole Lego Minifigur von Superman, sondern auch die ersten Karten aus der brandneuen Lego Batman Trading Card Kollektion von Blue Ocean. Das Heft gibt's zum Preis von 3,99 € im Handel. Das seht ihr hier rechts oben. Und hier auf der linken Seite sind die angesprochenen Extras nochmal erwähnt. Superman als Figur, die limitierte Goldkarte von Superman, die es nur in diesem Magazin gibt. Und ein Booster mit 5 Karten aus dem neuen Sammelkartenspiel. So, wir holen das Ganze einfach mal aus der Verpackung raus. Das ist diesmal aber richtig ordentlich zugeklebt. Das war von Blue Ocean gar nicht gewohnt. Da muss man schon richtig reißen, damit man es aufbekommt. Und aufpassen, dass man nicht an der Folie hängen bleibt, denn es davon nochmal abzukriegen, dürfte nicht so einfach sein. So, da haben wir also unser Magazin. Hier ist der Booster, den schauen wir uns gleich an. Die Superman-Figur machen wir auch schon mal runter. Und hier rechts unten sehen wir bereits die limitierte Karte von Superman, die LE Nummer 3 aus dem neuen Lego Trading Card Game von Blue Ocean. Bevor wir zu den Karten kommen, werfen wir schnell einen Blick ins Lego Batman Magazin. Hier seht ihr den Inhalt. Da haben wir die Figur von Superman beschrieben, wie man sie zusammensetzt. Und auf der rechten Seite beginnt der Comic. Dann gibt es die ersten Rätsel eingestreut. Und weiter geht's mit dem Comic mit Batman und Superman. Dann kommt wieder ein Rätselteil. Der Mittelteil mit Poster, Superman auf der einen Seite, Batman auf der anderen Seite. Dann hier die ersten Bilder vom neuen Lego Batman Trading Card Game. Ein Ausblick auf die stärksten Charakterkarten aus diesem neuen Sammelkartenspiel. Dann sind wir beim zweiten Teil des Comics. Und hier hinten am Ende des Magazins gibt es noch mal ein bisschen was zum Knobeln. Und die Vorschau auf die nächste Ausgabe mit einer Figur von Flash und gleichzeitig der limitierten Karte Nummer 6, auf der ebenfalls Flash abgebildet sein wird. Hier rechts auch nochmal Werbung für die Lego Batman Trading Card Serie. Und die schauen wir uns jetzt gleich auch nochmal ein bisschen näher an. Schauen aber nochmal eben in die Tüte mit Superman, was der uns zu bieten hat. So, und so sieht er dann mit Umhang aus, unser Superman. Also richtig stylisch. Und das Ganze auch mit etwas kürzerem Umhang, wenn es denn gewünscht ist. Dann werfen wir noch einen letzten Blick auf unseren Booster aus dem Sammelkartenspiel.
Der sieht so aus von hinten. 5 Sammelkarten für dich. Und hier gibt es einen Überblick über die Serie mit insgesamt 202 Karten. Also zahlreiche Standardkarten und dazu die Spezialkarten. 19 Holofolienkarten, 9 Justice League Karten und 4 Joker Karten. Und dazu die 10 Ultra Karten, die sich in jedem 5. Booster finden. Und wir gucken einfach mal, was wir in diesem an schönen Karten finden. Hier haben wir erstmal die Spielregeln des Sammelkartenspiels. Und dann beginnen wir. So sieht also die Rückseite aus. Unsere erste Karte ist Bane. Gefolgt von Green Lantern Hal Jordan. Dann haben wir eine Aktionskarte, der Sprung über die Kanonenkugel. Dann noch eine Aktion, der Hitzeblick. Und unsere Spezialkarte ist eine Ultra-Karte, Ultra Darkseed. Also haben wir direkt das Glück gehabt, eine der Ultra-Karten zu ziehen. Und die auch mit einem richtig schönen Effekt im Hintergrund mit diesem leuchtenden Klötzchenmuster. Wieder richtig schickes Design von Blue Ocean. Und dann rücken wir noch ein klein bisschen nach unten mit unserem Superman und bekommen so alles ins Bild, was in diesem Lego Batman Magazin enthalten ist. Die Karten aus dem Booster, die Figur und hier die Limited Edition Card von Superman, die es nur in diesem Lego Batman Magazin Nummer 3 gibt. Das Ganze, wie gesagt, für 3,99 € am Kiosk, wie man es von den Magazinen von Blue Ocean gewohnt ist. Und mit dieser tollen Superman-Figur, der Limited Edition Karte und dem Booster dann sicherlich auch das Geld wert. Ja, das war der kleine Überblick über das Lego Batman Magazin Nummer 3. Würde mich freuen, wenn ihr dem Video noch ein Däumchen nach oben da lasst, wenn ihr bisher nicht geliked habt. Und wenn ihr künftig keins der Videos verpassen wollt, dann vergesst nicht ein Abo dazulassen und anschließend die Glocke zu aktivieren, um über neue Videos benachrichtigt zu werden. Wir sehen uns dann zum nächsten wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.